Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Platin und willkommen zurück zur letzten Route. Ja, wir sind auf der finalen Route hier unterwegs. Und die finale Route ist eine Wasserroute. Ja, und wir sind halt hier jetzt momentan noch unterwegs und besiegen die letzten Trainer. Schwimmerin Clara. Aus Dr. Who, Clara vielleicht? Aus Dr. Who? Ha! Ich bin ja ein Doctor Who-Fanatiker, also bitte entschuldigt mich, wenn ich hier andauernd, wenn hier irgendwie ein Charakter aus Doctor Who vorkommt, dann muss ich einfach gleich an Doctor Who denken. So, war ja schon in einem Part mit dem Master so. So war es jetzt bei Clara auch. Lombrero, cool. Ja, Lombrero haben wir ja auch. Und da setze ich einfach mal Kampfadler ein. Genau, oder Firefight. Wir machen mal mit Firefight. Zwar ist Firefight jetzt nicht so ganz so klug, aber Feuerattacken sind normal effektiv. Das muss man bedenken. Und ich möchte mal sehen, wie weit jetzt hier Firefight kommt. Ach, Lombre. Ach so, das ist ja noch die. Noch nicht die finale Stufe. Ach so. Noch die Vorentwicklung von unserem Seeblatt. Stimmt. Da habe ich jetzt eben nicht nachgedacht, aber na gut. Und Flammenwurf hat fast ausgereicht. Fast. Lombrero setzt Aufruhr ein und Lombrero ist besiegt. Ich möchte jetzt hier, dass auch Firefight nochmal ein paar EP kriegt. Aber auch nochmal eingesetzt wird. Nicht, dass die Route dann gleich hier vorbei ist und Firefight nicht mehr eingesetzt wurde oder irgendwie so. Das will ich ja auch nicht. Sowieso möchte ich hier mal Blitzmoss hier mal weg haben von der 1, weil Blitzmoss ist jetzt auf Level 57 und ja. Bin mal selbst gespannt, wie weit die Route hier noch geht. Da ist auf jeden Fall schon mal Ufer. Ufer ist schon mal sehr, sehr gut. Dann mal weiter schauen. Ich bin wirklich gespannt, ob wir mit dieser Route schon in diesem Part fertig werden. Die Städte haben wir ja schon alle jetzt erkundet. Haben wir das Erholungsgebiet im letzten Part noch erkundet. Das ist erst die letzte Stadt, die wir bereisen. Und ja. Jetzt noch die eine Route. Dann wird auch nur gekämpft. Bis zum Ende. Aber mir wird wirklich, wenn das Let's Play dann vorbei ist, in einigen Parts dann, wird mir Pokémon Platin auch sehr, sehr, sehr dolle fehlen. Aber wirklich. Es soll ja dann demnächst dann auch ein nächstes Pokémon-Spiel anfangen. Quadpuzzi, da setze ich mal Seeblatt ein. Ja, aber dazwischen soll ja noch ein anderes Let's Play kommen. Ich weiß noch nicht, welches so genau und wie das dann so alles wird. Da einfach mal schauen. Einfach mal schauen. Quadputzi, Energieball. Ja, einfach mal überraschen lassen, was nach Pokémon Platin kommt. Das nächste Pokémon-Spiel, was wir Let's Playen, das ist ja schon bekannt. Das habe ich ja euch schon erzählt, was das sein wird. Habe ich ja mal eine kleine Umfrage gemacht. So eine ganz kleine habe ich mal, wie gesagt, ihr sollt mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr ja auch getan. Und ja, daraufhin habe ich ja entschieden, was das nächste Pokémon-Spiel sein wird. So. Ach, hier brauche ich jetzt ernsthaft Zertrümmerer? Und das fängt wirklich ernsthaft an zu laggen? Das ist jetzt nicht euer Ernst, dass ich hier Zertrümmerer brauche. Da auch und da auch, ey. Ich werde vielleicht mal offscreen mal hierher schwimmen irgendwann mal und mal die Sachen holen. Und wenn ich die jetzt auch mal nicht hole, ist ja auch nicht so schlimm. Und tut mir leid, dass es jetzt hier anfängt zu laggen, warum auch immer. Ich weiß es wirklich nicht, warum das jetzt hier laggen tut. Na gut, einfach mal hier weitermachen. Na gut, ich nehme jetzt hier so schon den dritten oder vierten Part Pokémon Platin jetzt hier in Folge auf. Ja, ich habe jetzt hier, heute den Tag habe ich mir so vorgenommen, heute wird Pokémon Platin bis zum geht nicht mehr aufgenommen. Und ja, das will ich halt auch in die Wirklichkeit umsetzen, sage ich mal. So, Botogel und Sejong. Ein weiße Wasser Eis Pokémon und ein Wasserflug Pokémon? Glaube ja. Ja, dann werde ich mal Sturzflug auf Sejong und Eisstrahl auf Botogel einsetzen. Das sind die zwei Attacken, die ich jetzt hier einsetze. Sejong, ob es überlebt, weiß ich nicht. Einfach mal überraschen lassen.
Und Protogil wird auf jeden Fall überleben. So, Sejong überlebt schon mal nicht. Das finde ich super. So, und dann Protogil dürfte eigentlich Geschenk einsetzen. Tut es auch. Genau. Und Eisstrahl ist sehr effektiv. Richtig? Nee, nicht richtig. Nicht richtig. Oh. So, ein Gastrodon. Ein Wasserbohnen-Pokémon. Dann will ich hier mal Nahkampf auf Gastrodon und nochmal Eisstrahl auf Protogel. Dann haben wir die beiden jetzt auch. Ja gut, Gastrodon wird wahrscheinlich überleben. Genau. Verteidigung und Spezialverteidigung singen von Kampfadler. Protogel setzt Geschenk auf Heiler ein. Dankeschön für das Geschenk. Und Heiler setzt Eisstrahl ein und besiegt somit das Protogel. Dann wird jetzt, welches Pokémon wird jetzt als nächstes eingesetzt? Ah, Lehmbrio wird erstmal eingesetzt. Trifft beide, ist aber speziell, darum nicht so schlimm für Heiler. Aber schlimm für Kampfadler, weil es ein Volltreffer war. Muss das sein? Muss das echt sein? Na gut. Und hier Seeblatt, du bist dran. Und ein Mantax. Ein Mantax. Mantax. Na gut, erstmal die Energieball auf Gastrodon, dann ist Gastrodon schon mal weg. Und Spukball auf Mantax. Das ist jetzt hier meine Strategie. Na gut, Strategie kann man es ja eher nicht nennen. Ja gut, Gastrodon ist jetzt schon mal weg. Das finde ich schon mal super. Ah, die sind ja auch nur auf Level 53. Wow. Wow. Jetzt Spukball. Spukball dürfte normal effektiv sein. Und auch nicht so viel abziehen. Ja, tut's auch nicht. Aber Spezialverteidigung sinkt zumindest. Und Mantax springt hoch. Springt hoch. Nur auf wen? Auf wen? Auf wen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mit Seeblatt kann ich jetzt wenig anfangen. Ich wechsle zu Blitzmaus und mit Heiler will ich Weicher einsetzen. Genau. So, dann wäre dieser Zug oder diese zwei Züge schon mal so ein bisschen sinnvoll eingesetzt. Dann hoffe ich mal, dass jetzt Sprungfeder auf Blitzmaus eingesetzt wird. Ja, wird so auch. Das dürfte nicht sehr effektiv sein. Genau. War also der Zug doch ganz klug. Nein, ich Weicheis, sondern Spukball. So. Mantax sollte jetzt besiegt sein, weil die Level 57 gegen Level 53, da hat Mantax eigentlich keine Chance. Dann dürften jetzt auch die zwei Trainer besiegt sein. Also jeder hatte, glaube ich, zwei Pokémon, wenn ich mich recht erinnere. Ja, hatten sie auch. Okay. Okidoki. Geht es jetzt hier weiter? Die Mann hier und mir eine Sackgasse sozusagen. Und hier den nächsten Topschutz. Nächste Topschutz. Eingesetzt. Moment. Das war's jetzt? Das war's jetzt ernsthaft? Wir sind im Kampfareal angekommen. Das war die letzte Route. Ich werde jetzt hier ins Pokécenter gehen, die Pokémon heilen. Dann werde ich jetzt mit Machoke zurückkehren und mal die restlichen Items holen und dann geht es hier in dieses eine Gebäude, wo wir gegen die Arenaleiter antreten werden. Genau. Und dann im nächsten Part werden wir wahrscheinlich auch schon Vesprit fangen. Hatte ich ja geplant, dass ich das jetzt mache. Hatte ich eigentlich auch in diesem Part schon geplant, habe mich aber dann dagegen entschieden, da ich schon mit der letzten Route angefangen habe. Und ob nun jetzt in diesem Part oder im nächsten Part, ist ja auch nicht so schlimm. Ich muss mal so kurz überlegen, wie viele Parts werden wir jetzt hier noch dranhängen in Pokémon Platin halt. Nicht mehr toll, nicht mehr viel. Kommt drauf an, wie viele Leben der Pokémon noch zu fangen sind. Wenn es gut läuft, drei Parts vielleicht nur noch? Oder vier oder fünf? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ernsthaft nicht. Einfach mal schauen, einfach mal überraschen lassen. Wenn euch das schon interessiert, wie viele Parts noch kommen werden, dann würde ich euch mal den Rat geben und mal im Sendeplan mal nachschauen. Sendeplan gibt es in der Videobeschreibung. Da dürfte auf jeden Fall schon stehen, wie viele Parts Pokémon Platin hat. Da will ich, sobald ich weiß, wie viele Parts ein Let's Play haben wird, schreibe ich das sofort auch immer rein. Dasselbe habe ich ja mit Anno 2070 schon gemacht. Und
Und ja, wenn das euch einfach mal interessieren wird. Genau. So, dann geht es jetzt hier zurück und dann mal gegen die Arenaleiter, die momentan anwesend sind, mal kämpfen. Aber vorher werde ich hier wieder Mashok auswechseln, weil, ja, ich habe jetzt einfach nur mal Firefight ausgewählt, dass der jetzt hier nicht mitkommt. Ich habe eben einfach nicht nachgedacht, welches Pokémon ich rausnehme. Einfach irgendeins genommen. War ja auch egal, welches Pokémon ich da jetzt nehme. So, wir werden wahrscheinlich jetzt auch nie wieder Vollmsklaven gebrauchen. Es sei denn, um an ein legendäres Pokémon ranzukommen, dann brauchen wir vielleicht Tomoro oder so. Das kann natürlich auch noch sein. Na gut. Dann hier links? Nee. Oder, nee, das war im Überlebensareal. Stimmt, das war im Überlebensareal. Den Arenaleiter. Da mal kurz hochfliegen. Und ja, mal sehen, auf welche Arenaleiter wir jetzt treffen werden. Hier ist noch Gary. Schön von Gary. Da war er ja schon beim letzten Mal. Ah, Volkner, Marinus und Weit ist das, glaube. Genau. Dann machen wir erstmal gegen Volkner. Da natürlich jetzt das richtige Pokémon nach vorne tun und zwar ohne Zahn. Weil Volkner, wissen wir ja, greift mit Elektroattacken ein. Mein Elevoltech verlangt nach starken Gegnern. Lass uns kämpfen. Ich wäre sogar bereit, um einen Kampf zu betteln. Du und ich, wir werden die Funken sprühen lassen. Ja, Volkner war der Arenaleiter der 8. Arena. Ja, der Arenaleiter von Zonnewick. 5 Pokémon hat er. Als erstes ein Blitzer. Und 5 Pokémon, das ist schon mal eine ganze Menge. Ich denke mal, jeder Arenaleiter wird hier jetzt 5 Pokémon haben und auf Level 61. Ach du eine Scheiße. Ja, da werden wir. Vielleicht kommen wir sogar schon ein bisschen zu früh hierher. Oder es kann sein, dass der 8. Arenaleiter stärkere Pokémon hat als der 1. Arenaleiter. Also, dass der 1. Arenaleiter irgendwie Level 50 Pokémon hat und der 8. Arenaleiter hat Level 60. Das kann natürlich sein. Ich weiß es nicht. Auf eines weiß ich, das Blitzer hatte keine Chance. Ja. So, ein Lantern. Vom Typ Wasser, Elektro. Wasser, Elektro. Da werde ich mal zu Seeblatt wechseln. Und mit Pflanze angreifen. Genau. Das wäre dann noch sehr effektiv. Boden? Nee, Boden nicht. Ja, ich denke mal, mit Pflanze bin ich ja dann schon gut ausgerüstet bei Lantern. Ja, sind halt auch jetzt hier Pokémon, die man vorher bei der Arena nicht gesehen hat. Und was ich auch super finde, dass man hier jetzt gegen Arenaleiter nochmal kämpfen kann. Und Ampelleuchte ist, glaube ich, sehr effektiv, weil es vom Typ Käfer ist. Ja, ist sehr effektiv, aber zieht nicht viel ab. Aber verwirrt. Shit. Na komm. Greif an, Seeblatt. Greif an! Super. Super. Ich bin stolz auf dich, Seeblatt. So. Das Lantern wäre auch weg. Ja, wie gesagt, Pokémon, die wir vorher nicht gesehen haben. Und ja. Dann als nächstes ein Elevoltech. Ein Elevoltech. Da wächst sich wieder zu ohne Zahn. Ja, ohne Zahn ist hier halt jetzt hier bei den Elektrotypen genau das richtige Pokémon sozusagen. Und ja. Elektroattacken haben halt keine Chance, aber Elevoltech ist schon gigantisch, muss man sagen. Auch auf Level 65. Puh, Durchbruch, scheiße. Das wird eine Menge abziehen, glaube ich. Das wird eine Menge abziehen. Nee, das sieht nicht eine Menge ab. Okay, ich habe mich eben hier schon so ein bisschen an meinem Stuhl hier so ein bisschen festgehalten. Aber brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Und mit einem One-Hit ist das Elevoltech weg. Und Level 56 für ohne Zahn springt raus. Ja, gegen Volkner rocken wir bis jetzt. Aber es kann sich noch ändern. Aber ein Luxtra. Luxtra ist zwar ein cooles Pokémon, aber nicht besonders stark. Aber nicht besonders stark. Also gegen Erdbeben hat es auf keinen Fall eine Chance. Beziehungsweise gegen ohne Zahn hat es gar keine Chance. Oh, ich weiß auch gar nicht, wie ich jetzt hier den Titel nennen soll. Irgendwie, ja. Ich muss ja irgendwie da rein. Nee, es überlebt. Wow. Und Eisart, scheiße. Ich hab Luxtra unterschätzt. Aber ich meinte jetzt eben wegen Titel. Wir kämpfen hier gegen Volkner. Dann die letzte Route noch absolvieren. Und noch gegen einen Arenaleiter wahrscheinlich. Und ohne Zahn wurde jetzt besiegt. Scheiße.
das habe ich jetzt, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Und ich habe meinen Mund so voll genommen und gesagt, ja, Luxraut besiegen wir ganz schnell. Nee. Nix da. Und jetzt kommt noch eine Top-Genesung. Hm, so muss es sein. Ja, ich bin stolz auf Luxra. Irgendwie so ein bisschen, weil, ja, ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, dass Luxra lange Zeit mein Lieblings-Pokémon war. Und ja, das bestätigt sich jetzt, dass Luxra auch wirklich stark sein kann. So, hier mal Feuersturm eingesetzt, dann sollte Luxra auf jeden Fall besiegt sein, weil Feuersturm ist halt um einiges stärker als Flammenwurf und das sollte dann ausreichen. Ja, tut es auch. Und Level 55 für Firefight. Dann noch ein Pokémon, glaube ich. Genau, noch ein Pokémon. Und ein Raichu. Ja, ohne Zahn ist halt jetzt leider besiegt. Da werden wir mal jetzt hier mit Firefight weitermachen. Ich denke mal, Firefight ist noch der richtige gegen die Pokémon hier. Ich mache mit Feuersturm weiter. Ist halt die stärkste Attacke hier. Und sobald wir hier fertig sind, werde ich sowieso zum Pokécenter zurückkehren. Und mal die Pokémon heilen. Raichu macht was ganz Kluges und setzt Donnerwelle ein, sodass Firefight besiegt ist. Initiative sinkt um die Hälfte und greift mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht an. Okay. Durchbruch. Okay, ist eine Kampfattacke. Ist kein Problem. Kein Problem. So. Und Firefight greift an und trifft so auch. Wunderbar. Wunderbar. Wunderbärchen. Und Volkner ist ein zweites Mal besiegt worden. Leiter Volkner wurde besiegt. Manche Trainer müssen bestimmte Pokémon einfach in ihrem Team haben. Für mich ist es das Elevoltec. Aber das Elevoltec hatte doch keine Chance. Da, bei Elevoltec habe ich ja gedacht, dass Elevoltec überleben wird. Nö. Bei Luxra habe ich gedacht, dass Luxra besiegt wird. Nö. Also, schon ein bisschen lustig, aber okay. Und hier, wie gesagt, die Pokémon ganz schnell heilen, dass wir hier ganz schnell mal weitermachen können. So. Der nächste Arena-Leiter. Was aber auch ein bisschen doof ist, ist natürlich, dass hier nicht alle Arena-Leiter vertreten sind. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber kann ich jetzt auch nichts machen. So, bei Marinus werde ich gleich mal Deblatt mal nach vorne tun. Ich werde jetzt sicher auch nicht vorlesen, was die da sagen. Und Marinus ist ja ein Wasser-Arena-Leiter. Von Fliegburg? Nee, Weideburg. Weideburg war ja, glaube. Welche Arena waren das? Also, oder wie viele da Ohren waren das jetzt? Das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall fängt der mit einem Torhaido an. Gleich ein ganz schöner Knaller. Gleich am Start. Ja, Torhaido kann sehr, sehr stark sein und Nachthieb zeigt das, wie stark Torhaido sein kann. Seeblatt um die Hälfte geschwächt. In diesem Fall hätte ich jetzt, wäre Gigasauger am besten gewesen. Aber Torhaido ist besiegt, sehr, sehr schön. So, Level 57 für Seeblatt. Da achte ich jetzt auch hier nicht mehr auf die Level, muss ich ehrlich sagen. Da achte ich jetzt einfach nicht mehr auf die Level der Pokémon. Ich greife mit den besten Pokémon an, so wie ich es halt in der Liga gemacht habe. Da habe ich es ja genauso gemacht. Einfach die besten Pokémon genommen. So, bei Gyarados nehme ich natürlich Blitzmaus, weil Vierfachschwäche gegen Elektro. Und ja, Seeblatt wäre da sowieso nicht gut gewesen, weil Wasserflug wäre, glaube ich, Pflanze nur normal effektiv und mit seinen Flugattacken hätte Gyarados mich dann ganz schön schwächen können. Oder Seeblatt schwächen können, besser gesagt. So. Ja, Blitzmaus und Seeblatt sind halt jetzt hier die richtigen bei Marinus. Ein Morlot. Da kommt natürlich jetzt wieder Seeblatt in den Kampf, weil vierfach Schwäche gegen Pflanze. Morlot ist vom Typ Wasser, Boden und ja, mehr brauche ich ja nicht erzählen. Der Rest ist ja klar, habe ich ja schon gesagt. Vierfach Schwäche gegen Pflanze. So, hier Energieball. Ja, aber ich bin auch mit Energieball sehr, sehr zufrieden bisher. Macht bisher einen super Job. Wir hatten ja auch lange Zeit so ein bisschen zu tun bei Seeblatt mit guten Pflanzenattacken. Ja, am Anfang hatte ja Seeblatt auch noch gar keine Wasserattacke, fällt mir ja gerade so ein. Ach ja, es waren ja noch Zeiten. Und jetzt wird ein Bojolin eingesetzt. Ich kämpfe einfach mal mit Seeblatt weiter, weil Seeblatt einmal hier draußen ist. Ich denke mal, für das nächste Pokémon hebe ich mir dann Blitzmaus auf, obwohl Knirscher.
Seeblatt ist im roten Bereich. Wie viel zieht jetzt Energieball ab? Wie viel zieht jetzt Energieball ab? Ich hoffe mal genug. Leider nicht. Schade. Ich muss wechseln. Ich wechsle zum Blitzmaus. Ich möchte natürlich nicht, dass hier ein Pokémon besiegt wird. War halt schon im letzten Kampf bei ohne Zanze und Boyelin setzt jetzt auch eine Top-Genesung ein. Na gut, dann mache ich jetzt hier mal mit Donnerblitz weiter. Vielleicht reicht Donnerblitz. Wer weiß. Mal schauen. Mal Lucky Lucky machen. So. Ja, das reicht auf jeden Fall. So, der Part wäre natürlich jetzt schon vorbei, aber wir werden diesen Kampf hier jetzt noch beenden und ein Kapaloris wird eingesetzt. Kapaloris, das war jetzt, das ist ja hier jetzt Seeblatt. Da wechsle ich mal zu Kampfadler. Hat halt eine Schwäche gegen Pflanze. Kapaloris. So. Vermindert Angriff und dann mal hier Sturzflug einsetzen. Greife ich jetzt ruhig mit Sturzflug ein, an, weil es sowieso das letzte Pokémon ist. Level 65, dann bleiben die doch auf ein Level. Okay. Und dann werden wir dann wahrscheinlich auch schon im nächsten Part dann Vesprit versuchen zu fangen. Also ich werde mich da so ein bisschen erkundigen, offscreen, nach einem Pokémon oder offscreen mal ein Pokémon fangen, welches Gena oder irgendwie sowas kann. Nee, Gena wäre nicht so gut, aber ihr Schlafpuder oder so wäre sehr, sehr gut. Ja, fährt offscreen mal die Pokémon heilen und dann geht es halt im nächsten Part hier dann weiter. Was natürlich doof ist, ist, dass die Arena-Leiter, ich weiß nicht, wann hier andere Arena-Leiter anzutreffen sind. Das weiß ich leider nicht. Notfalls werden wir nicht gegen alle Arena-Leiter nochmal kämpfen. Ich habe es jetzt einfach gegen Marinus und Volkner gemacht und ob ich dann noch gegen andere Arena-Leiter kämpfe, werden wir mal sehen. Dann bis zum nächsten Part. Viel Spaß euch noch. Schaltet wieder ein und bye bye.